Armut beschreibt einen Zustand, der als Mangel an Teilhabe und Verwirklichungschancen verstanden werden kann. In München liegt das Einkommens- und Wohlstandsniveau zwar wesentlich über dem anderer Großstädte, die Schere zwischen Arm und Reich und somit auch die Zahl der durch Armut Betroffenen steigt aber von Jahr zu Jahr. Ja, in München ist es so, dass wir von Armutsgefährdung reden. Da gibt es eine allgemeingültige Definition. Also wer weniger als 60% des durchschnittlichen Monatseinkommens netto hat, ist armutsgefährdet. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die Transferleistungen beziehen, zum Beispiel Arbeitslosengeld. Laut dem aktuellen Armutsbericht lebten im letzten Jahr rund 269.000 Menschen unterhalb der Armutsschwelle. Das ist fast jede sechste Person und eine deutliche Zunahme im Vergleich zu 2011. Da waren es noch 200.000 Betroffene. Das sind Menschen, die alleinerziehend zum Beispiel sind. Es sind Familien mit vielen Kindern. Es sind auch zunehmend ältere Münchnerinnen und Münchner, wo die Rente nicht zum Leben reicht. Menschen mit Behinderungen, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund. Mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,7% herrscht in der Landeshauptstadt fast Vollbeschäftigung. Laut Armutsbericht hat knapp die Hälfte aller Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Dabei ist die Bildung ein wichtiger Faktor, um Armut entgegenzuwirken. Das andere kannst du lassen. Menschen, die keinen ausreichenden Bildungsabschluss oder Berufsausbildung haben, das ist klar, die sind natürlich stärker von Arbeitslosigkeit betroffen. Es gibt natürlich auch viele, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind, nicht so viel verdienen. Es gibt Menschen, wo die Rente nicht zum Leben reicht. Die Statistik zeigt, in ärmeren Stadtvierteln schaffen deutlich weniger Grundschüler den Übertritt aufs Gymnasium. Fazit: Das Bildungssystem darf sozial benachteiligte Menschen nicht aus dem Auge verlieren. Wir können zum Beispiel dafür sorgen und tun das natürlich auch, dass Menschen wieder in den regulären Arbeitsmarkt zurückkommen mit unserem Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Natürlich versuchen wir auch, den Kindern zu möglichst guten Bildungsabschlüssen zu verhelfen und sie dann auch in Ausbildung zum Beispiel zu bringen. Das sind wichtige Punkte auf der kommunalen Ebene. Aber wir haben natürlich auch Forderungen an die Bundesebene, die zum Beispiel das Thema Rentenniveau anbelangen, also dass das nicht noch weiter absinken kann in München. Das betrifft das Thema Wohnen. Denn speziell in München sind die hohen Lebenshaltungskosten ein Problem. Auch sie steigen von Jahr zu Jahr.